Es war der 1. Juli 1916, ein Tag, der in die Geschichte eingehen sollte. Die Sonne ging über dem Schlachtfeld der Somme auf und die Stille wurde durch eine spektakuläre Serie von Explosionen unterbrochen. Die Deutschen hatten ihre Stellung gut vorbereitet, tief in den Schützengräben, geschützt vor Granaten und Bomben. Die Explosionen sollten die deutschen Stellungen aufbrechen, aber der Erfolg war nur begrenzt. Trotz der Explosionen und des anschließenden Artilleriefeuers hielten viele der deutschen Stellung stand. Die deutschen Soldaten, die in ihren Schützengräben ausharrten, waren entschlossen, ihre Linie zu halten. Die Schlacht an der Somme war eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkrieges. Und heute werden wir uns eine Höhle anschauen, wo die Soldaten im Ersten Weltkrieg sich erholt haben, geschlafen haben und natürlich auch ihre Waffen vorbereitet haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Hui! Ich hab's drauf. Oh, Leute, wir sind im tiefsten Dschungel. Oh, Alter, was ist denn hier los? Warte doch mal. Ja. Wieso, da kommen wir doch durch? Aber der war größer, ne? Die Markierung muss jetzt sein. Im Eingang. Die Frage ist, ob er das ist, ne? Ich hab für die Kamera? Nee, die Taschenlampe. Ich hab eine mit. Oder eine? Oder? Ja. Super. Ja. Puh. Alter Schwede. Leute, ich hoffe, ihr schätzt das wert, dass wir diese Strapazen immer auf uns nehmen. Hey, guck mal, das ist ein richtiger Dschungel. Gerold ist unser Superheld, der findet immer alles. Aua. Ja, ja. Ach, geht ja auch noch hier über die. Oh, ja, ja, ja. Ich glaube, ich kann ja eben alleine gehen. So, Leute. Also, er hat uns auf jeden Fall rangerufen. Mal gucken, ob er nur nicht alleine gehen wollte oder ob er was gefunden hat. Mal gucken. Da müssen wir jetzt runter. Ach, nee, ne? Herrlich, herrlich. Und ich bin der Nächste. Der Nächste, der hier runter gleitet. Oh Leute. 3 Tage mit den jungen Biestern hier unterwegs. Meine Knie tun weh. Meine Beine sind leer. Meine Motivation sinkt. Aber der Spaß nicht. Und wenn wir das jetzt finden, garantiere ich euch, dass das ein Highlight werden wird und dass ihr das garantiert noch nicht gesehen habt. Es gibt ein Video auf YouTube, eins, nicht deutscher Sprache. Und das wird das zweite sein, wenn wir es finden. Ist das ein Knochen? Guck mal, das ist ein Fußball oder so. Mhm.
Wie? Sind wir jetzt umsonst dir gefolgt? Ein bisschen weiter hinten, da habe ich noch einen Pin. Weil hier ist ein Verbuch. Ja, okay. So, während die anderen suchen, kümmere ich mich um die wirklich wichtigen und schönen Dinge. Ja, Falk. Yes. Ich bin auch am Suchen. Man sagt auch Fritz Meinecke zu ihm. Ne? Ja. Schaut euch das an. Raps. Und da aus diesem Urwald sind wir hergekommen. Aber jedes Mal wird man entschädigt. Ich glaube, so geht es auch Eltern, wenn die ganze Nacht nicht schlafen konnten, weil das Baby geschrien hat. Und dann guckt das Baby einen an und dann ist alles wieder okay. Genauso geht es mir hier gerade auch. Kann man vielleicht vergleichen, oder? Hier wird er gefressen, hier und da. Das bedeutet, die sind Wölfe. Oh oh. Oh oh. So Leute, wir haben es höchstwahrscheinlich gefunden. Wir sind hier um 11 Uhr angekommen. Wir haben mittlerweile wie viel Uhr? Uhr. Wir haben 4 Stunden gesucht. 4 in dieser Vegetation hier, Leute. Unnormal. Wirklich abnormal. Das ist einfach krass. Und? Du musst Ach so. Nein! Ist nicht? Das ist nicht. Aber es ist eine andere. Immerhin. Ja. Ja, ist es. Das sah doch ganz anders aus. Sieht man so ein bisschen schon mal, wie so ein Schiffchen. Und ansonsten ist hier aber nichts. So, ist es das? Ja, da ist auch so ein kleines Relikt. Danke. Ja, es ist es nicht, ne? Da drin. Wer ist das denn? Aber Hauptsache, wir haben irgendwas gefunden. Sonst wäre ich vom Glauben abgefallen. Was sind da? Oh ja, immerhin ein Kleeblatt. Ein Kleeblatt ist es. 1909 und ein Anker. Also wir sind auf jeden Fall schon mal grundsätzlich richtig. Ein Pikes. Aber sie ist es nicht. Nee. Ist es nicht? Nee. Schade. Sie ist es nicht. Ach ja. Manchmal ist es so, ne? Ja. Manchmal ist das so, Leute. Ja, meine Freunde, manchmal ist das so. Manchmal hat man eben kein Glück. Wir waren, habt ihr gerade selber gesehen, 4 Stunden am Suchen. Als die Kamera aus war, haben wir nochmal zusätzliche 2 Stunden gesucht, zu viert. Bedeutet also 24 Stunden haben wir insgesamt gesucht. Und wir sind da tatsächlich unverrichteter Dinge abgefahren. Aber ich wäre nicht Random Life, wenn ich nicht weiter recherchiert hätte. Und tatsächlich hatten wir auch ein bisschen Glück dabei, denn die Geschichte geht weiter. Diesmal nicht mit Gerold, Falk und Fabian, sondern ich war ja mit den Ferens unterwegs und wir werden uns jetzt nochmal wiedersehen. Und ja, lasst euch überraschen, ob wir die Anlage gefunden haben. So Leute, we are back. Wir sind zurück. Dank eines Tipps von einem edlen Spender, der nicht genannt werden möchte. Also vielen Dank für den Tipp, für diese Anlage. Sind wir nochmal zurückgekommen. Passte ganz gut in unseren Urlaub. Und werden euch heute eine wunderbare Karriere, also eine Höhle aus dem Ersten Weltkrieg, also die ist ursprünglich natürlich vor dem Ersten Weltkrieg,
gebaut worden, beziehungsweise gebaut ist ja das falsche Wort. Dort wurden Steine, Mineralien abgebaut für den Häuserbau hier in der Umgebung. Und die hat man dann im Ersten Weltkrieg dann genutzt als Unterkunft, Unterstand. Und wie ihr schon gesehen habt, werden in diesen Höhlen häufig noch Munitionsreste gefunden, aber auch Teile von toten Soldaten. Und ganz viele Regimenter haben sich damals verewigt mit verschiedenen Reliefs. Man sagt dazu auch Graffiti. Und heute sehen wir uns eine an, die wir letztes Mal gesucht haben. Ich glaube, 4 oder 6 Stunden waren wir hier im Feld und haben gesucht. Und wir standen drauf! Wir standen drauf! Ja, und ich zeige euch mal, was wir gerade sehen. Wunderschön, oder? Leute, es ist einfach wunderschön. Ich zeige nicht zu viel von der Umgebung, weil sonst könntet ihr eventuell herausfinden, wo wir sind. Ich bin immer noch mit Ferenc unterwegs. Diego ist auch dabei, der darf jetzt auch mit, weil die ist ebenerdig und ungefährlich, außer die Mörsergranaten, die da drin stehen. Und dann würde ich sagen, melden wir uns gleich wieder, wenn wir was Schönes gesehen haben. Also bleibt dran. So, die Natur hat uns wieder. Die Umgebung hat sich ganz schön verändert, Leute, in der kurzen Zeit. Von allem angebissen und angefallen. Ja, hier ist richtig, wie sagt man, richtig Bewuchs. Und hier ist auch jemand mit dem Auto durchgefahren oder mit einem Trecker oder so. Leute, es ist mal wieder ultra spannend und ultra aufregend. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ferenc braucht ein bisschen länger. Aber der kriegt das auch hin. Und wir müssen jetzt hier dieses wunderschöne Stück Natur entlang. Und dann sind wir gleich hoffentlich da. So, also auch wieder hier gar nicht so unanstrengend. Mal gucken, die beiden. Wer mehr hechelt von den beiden? Hi! Hi, mein Bester! Ja, ist anstrengend, ne? Für so einen alten Hund. Und was hast du anstrengend? Ja, ne? So. Und Diego. Also, niemals würde man hier vermuten, dass es eine fette Anlage gibt. Schaut euch das mal an, wie ein Urwald. Ferenc gibt alles. Wie ein Wildschwein am Arsch vorn. Schaut mal, Leute. Überall sind Graffitis. Hier ist ein Gesicht. So reingezeichnet. Hier ist eine Durchreiche. Und hier war wahrscheinlich auch mal Beleuchtung drin. Hier war wahrscheinlich mal ein Tisch drin oder so. Und schaut mal, wie riesig die Location ist. 1984, 87, 97 war hier jemand. 47. Nach dem Krieg, Leute. Uhr, USA. Das bedeutet, die haben sich hier im Zweiten Weltkrieg auch auf die Kuppe gehauen. Hier waren Regalbretter drin. Was? Regalbretter waren da drin. Ja. Und schaut mal, Leute, hier ist das sicherlich das Highlight. 102. Regiment und hier unten die 2 flügelstabilisierten Raketen. Die Flügel liegen da in Fragmenten rum und die sind hundertprozentig noch scharf, Leute. Die liegen hier einfach seit 100 Jahren. Die hat man anscheinend auch im Zweiten Weltkrieg nicht geräumt. Und alles hier wie im Urwald eingewachsen. Auch hier Eichenlaub. 1940. Boah. Der Zustand ist leider nicht so gut wie in der anderen Höhle, aber man kann es aber trotzdem noch erkennen. Hier ist ein Stein mit einer Blume drauf und ganz viele Relikte, die man hier drapiert hat. Schuh. Flasche.
verschiedene Splitter von Granaten, ganz viele von diesen Trinkflaschen, wahrscheinlich ein Zünder oder sowas in der Art, eine Patrone, eine Hülse und auch noch ein Schuh. Und hier unten, Knochen ist auch da, da unten ist auch noch ein Knochen, Schuh, Splitter. Noch mehr Schuhwerk. Also schon krass hier. 1934. So 1934. Ne, 32 und 35. Doch 34. Ist manchmal schwierig zu lesen. Ich habe festgestellt, auf dem Bildschirm sieht man es dann später besser. Der Kontrast ist besser. Hier ganz viele Namen, eine Picklerhaube eingezeichnet. Eine Ente. Und ein Typ mit dem Gewehr. Direkt darunter. Der Ente im Hintern steckt. Krass. Mega krass. Wird auf jeden Fall noch genutzt hier. Schaut mal. Schaut mal hier. Könnte ein Zünder sein. Eine Swastika. Hier hat man sogar die Streifen eingezogen, damit man die Schrift besser ein. Ich höre gerade, ob jemand kommt. Klingt so. Man sieht hier richtig die Führungslinien. So, krass. Da hinten ist ein Wappen. MD. So sieht man es besser. Hier sind noch mehr Relikte. Krass. Krass, 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 krass. Das ist. Gehen wir mal in die Höhle rein. Der Boden ist richtig weich, als ob das hier gedämpft wäre. So, wir müssen auf jeden Fall immer an die Wände gucken. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Hier ist vielleicht ein Arbeitsbereich oder zum Ablegen von irgendetwas. Also ich habe in irgendeinem Video mal gesagt, wenn mich was wirklich, wirklich interessiert, dann finde ich das auch. Natürlich häufig nicht alleine, sondern man hat dann immer Hilfe. Auch ihr schreibt mir quasi fast täglich und sagt, hey, da in meiner Stadt war mal ein Bunker, komm doch mal vorbei, den ausgraben. Und ja, das mache ich dann auch. Also einige Leute wollen quasi mit in die Videos, einige wiederum nicht, das ist mal völlig unterschiedlich. Jetzt über Mickey haben wir ja die Möglichkeit gehabt, in dem Museum bei der Öffnung dabei zu sein und demnächst bei einer Bunkeröffnung. Schau mal hier. Ein Mann mit einer Pfeife im Mund. So, nicht ganz ungefährlich, wie ihr seht. Verbruch. Guck mal, hier ist ein altes Bett. Völlig rudimentär aufgebaut. Knochen. Hier unten liegt eine Flasche. Boah, die ist einfach nur riesig. Also ich habe die Bude ja auch selbst im Internet gefunden, auf YouTube. Und da zeigen die nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und wie ihr seht, die Hütte ist ja riesig. Das sind diese
Größen von den Blöcken, die man rausgetrennt hat. Und teilweise ist die Höhe, die wird immer geringer hier. Flasche ist noch da. Und hier ist Ende. Hier war dann Ende. Man sieht hier sogar noch die Ebenen, wo man die Steine, die Blöcke rausgeschlagen hat. Da auch. Krass. Liegt einfach ein Bett hier drin. Und der Blick zurück. Ist das groß. Leute, mir ist es immer wichtig, euch Dinge zu zeigen, wo man normalerweise nicht hinkommt und die natürlich auch andere YouTuber nicht unbedingt haben. Und das ist definitiv so eine Anlage. Schaut mal hier, Blech. Flasche ist da hinten. Stinkt man uns Hasendraht. Und hier von der ist nur Blech. So, da ist Ende, da war mein Eingang, der ist zu mittlerweile. Übererdet. Und hier stand mal Wasser drin. Also da hinten seht ihr Licht. Verlaufen kann man sich also nicht. Und hier können wir noch mal links. Boah. Also die Anlage ist so versteckt, Leute. Hier würde niemand, der die nicht kennt. Wir haben sogar mit PIN haben wir die Anlage fast nicht entdeckt. Mussten gerade noch mal unseren Telefonjoker fragen. Hier gab es anscheinend ein Festmahl. Also in solchen Anlagen findet man auch immer wieder Munition. Oh, hier hat man sogar gesondelt. Schaut mal hier. Der Eingang. Irgendwelche Sondler haben hier gesucht und vielleicht auch was gefunden. Krass, die ist ja riesig. Hier ist ein bisschen Wasser drin. Matschi, matschi. Ja, hier ist Ende. Ende im Gelände und ich habe Matsch unter dem Fuß. Jetzt sind meine Füße richtig schwer. Boah. Kennt ihr vielleicht noch von früher? Glaubt. Ah, die glaube ich hier durch. Dann gehen wir auch die durch. Da ist der Ausgang mit den Granaten. Bist du auch da durchgelaufen? Ich glaube, du kannst so rauskommen.
Hier? Ja. Und dann sitzt hier noch der deutsche Stacheldraht, glaube ich. Pass auf. Kannst du ihn einmal übernehmen? Dann gucke ich mir noch einmal den deutschen Stacheldraht an. Jo. Der Deutsche war deutlich besser, hat er uns gestern erklärt, als der Französische. Schon krass, ne, die Anlage. Also insbesondere natürlich vorne das. Und hier kommt auch öfters Wasser rein, ne? Ja. Bist du schon durch? Nee. Ach so. So weiter. Hier nochmal gucken. Aber ich glaube, hier waren wir gerade. Wenn hier die Relikte kommen, dann waren wir da. Nee. Hier ist ein altes Schild. Wir jetzt einmal durch. Cool, dann können wir eine kleine Pause machen. Freunde, also noch kurz zum Abschluss. Erstmal Gerold, ich freue mich schon, wenn du mir erzählst, wie es dir gefallen hat, wenn du hier warst. Und wir hätten da echt Stunden noch suchen können, wir hätten es nicht gefunden. Und an meine liebe Community, schön, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt. Und freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Abenteuer in Frankreich. Zum Thema Normandie, weil da fahren wir jetzt hin. Alles klar, bis gleich. Tschüss.